Da sind wir wieder zurück in Team Rocket, sein Versteck. Und wir sind immer noch dabei, den Schalter zu suchen. Aber bevor ich jetzt da runter gehe, gehe ich jetzt natürlich mal hier lang. Weil ich erinnere mich noch, hier war doch ein Ball gewesen. Natürlich wird jetzt wieder Team Rocket kommen. Aber man kann es halt nicht ändern. Hey, Eindringling, Alarm! Nächstes Teammitglied. Auch wenn sie alle gleich aussehen. Traumato in den Kampf. Und wir benutzen Flammenrad. Also sollten wir gleich auf so einem Warpfeld kommen und tauschen wollte ich nicht. Und der sollte uns natürlich zurück zum Eingang wappen. Dann werde ich jetzt mal jede Statue mal durchforsten. Vielleicht habe ich ja Glück, da ist der Schalter dabei, der den dämischen Alarm auslöst. Deaktiviert, nicht auslöst. Damit das eigentlich mal aufhört, dass ständig irgendwelche Team Rocket-Mitglieder auf uns zukommen. Mist, ich habe versagt. Ich bin dran. Es gibt keinen Kommen. Ja, also, die sagen irgendwie auch immer das Gleiche, ne? Also, ja. Auch wenn es wieder der Gleiche ist. Ich glaube, der ist gerade zurückgerannt und hat sich neue Pokémon geholt. Wir benutzen diesmal Zerschneider. Ich wollte eigentlich gerade das Pokémon wechseln, aber da habe ich gedacht, nee, komm, lass mal. Und Slammer wird auch besiegt. Ich hoffe, dass jetzt kein Dritter kommt. Ich weiß ja nicht, ob es bei jedem Schalter unterschiedlich ist, bei jeder Statue, wo Alarm ausgelöst wird. Probieren wir es mal mit Blut. Vielleicht. Oh, er darf diesmal angreifen. Vielleicht zieht es ja auch komplett was ab. Ja, das tut es. Rockrübel. In dem Pokémon. Ja, das kennen wir ja alles schon. Wenn ich aber schon mal an der Statue stehe, kann ich auch mal dagegen drücken. Hypertrank, okay. So, ich bin gerade am gucken, ob ich hier einen Schalter finde, aber sieht nicht so aus. Ja. Also irgendwann höre ich mal auf, das vorzulesen, weil es ja, das sind immer dieselben Sprüche. Diesmal, wenn wir aber mal das Pokémon wechseln, holen wir doch mal das Gyarados. Wenn wir das mal angucken. Los, Gyarados! Machen wir mal Drachenmut. Naja, fast. Nicht schlimm, dann werde ich dich halt eben beißen. Ist auch kein Problem. Und Traumato ist Geschichte. Na, ich werde Zubat zu. Ja, das wäre ein bisschen hart, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber ich werde ihn. Ich weiß nicht, wie ich das gerade aussprechen soll. Zu Tode beißen, fertig. Hurra, das war's. Mist, ich habe gesagt, ja. Aber da kommt ja wieder einer.
Oh Mann. Ich hoffe, dass dann wenigstens danach auch keine Statue mehr kommt, sodass ich halt einfach weitergehen kann. Würde ich mich riesig freuen. Naja. Noch 2-3 Pokémon und dann müssten wir auch schon wieder Level 41 sein. Kann ich auch mal die Statue füllen? Nugget. Wer hatten wir damals über Pokémon Blau auch schon gehabt? Ach, ich hab's gewusst. Also ich muss sagen, die Freude hält sich ja eigentlich gerade in Grenzen, weil, ja, es ist ein bisschen nervig. Aber wenigstens Level up. Immer eine kleine Freude. So, Level 41 erreicht. Herrlich. Gut, ich muss aber sagen, die Level sind wichtig für später für die Pokémon-Liga. Ich denke mal, die wird ein ganz schöner Brocken sein. Deswegen müssen wir die Pokémon trainieren. Und wenn ich mich nicht... wenn ich mich recht erinnere, müsste es hier in Mahagonia City auch den EP-Teiler geben. Aber das kann man dann halt nachprüfen, wenn man, eigentlich ja fertig ist mit dem Team Rocket-Gedöns. Ja, es gibt keine Kommen. Ich hoffe, dass ich jetzt danach keinen Mitarbeiter mehr sehe von Team Rocket. Nein, ich wollte gar keinen Trigger machen. Okay, hat vollkommen gereicht. Ich würde ja sagen, es war geplant, ne? Slimer. Da machen wir Flammer. Und ratfatz. So, dann hätten wir den Rockprügel jetzt auch endlich mal besiegt und ich hoffe, dass es jetzt endlich mal vorangeht. Ja. So, Treppe oder Schalter? Treppe oder Schalter? Wir gehen mal hier hin. Haha! Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Koru, lasst uns für die Pokémon unser Bestes geben. Okay, Siegfried. Was ist denn das? Die Tür ist verschlossen. Sie lässt sich nur mit einem Passwort öffnen. Ich habe das Passwort aber nicht. Ah. Du miese kleine Ratte. Naja, wenigstens sieht so die Atmosphäre ein bisschen anders da und vor allen Dingen ganz andere Sprüche, ne? Naja, der hat wenigstens andere Pokémon, nicht so wie die anderen davor.
Dein letztes Pokémon ist... Noch ein Blutzug? Okay. Aber wenn ich den EP-Teiler habe, dann ist er sowieso einfacher. Dann kann ich Pokémon alle mittrainieren und das macht's halt... Ja, für mich dann ja einfacher in der Pokémon-Liga. Wenn ich sie bis dahin hoch genug trainiert habe. Rockdrübel besiegt. Ich quatsche mal, vielleicht gibt er mir ein Passwort. Hey, nur der Boss kennt das Passwort, diese Tür. Wo er ist? Wer weiß. Schau doch selbst nach. Ja, das werden wir tun. Nein, das werden wir auf jeden Fall tun. Hier ist er gar nicht. Och nö. Ist ja noch was. Muss ich denn anquatschen? Man muss ja aber gegen ihn kämpfen. Vielleicht hat er ja was Wichtigeres. Was Wichtiges. Die Tür öffnet sich nicht. Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Naja, dann besiege ich dich und vielleicht gibst du mir das Passwort. Oh, der hat aber nur ein Pokémon und das ist... ein Golbat. Ich wollte gerade Biss machen, aber Tornupto beherrscht ja gar kein Biss. Was? Ich habe verloren? Hat der das Passwort? Hä, ich bin doch nur ein Rüpel. Ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Sinnlos gegen ihn gekämpft. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Goro, los, holen wir uns die Passwörter. Ja, okay, aber wie ich den kenne, wird er nicht gegen mich kämpfen. Aber der Wissenschaftler... Früher arbeitete ich für selbst, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschung. Ein Kind wie du, das sich überall einmischte, muss bestraft werden. Okay. Forscher Martin möchte kämpfen. Forscher Martin schickt Smogon in den Kampf. Smogon! Ich weiß nicht, aber ich denke mal, dass er vielleicht ein Passwort hat. Ja, auf jeden Fall interessant. Aber ich bin ehrlich, ich bin auch froh, wenn ich aus diesem Versteck hier raus bin. Das macht nur ein bisschen Spaß, sagen wir es mal so. So, ich hoffe, dass er dann ein Passwort besitzt. Super. Komm, hab ein Passwort, hab ein Passwort. Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ja, okay. Gib mir einfach das Passwort und ist gut. Ein Radiosignal, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Meine Beförderung ist gewiss. Dieser Verlust bedeutet nichts. Okay. Okay, wer ist denn das? Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Aha, da haben wir doch unseren ersten Anhaltspunkt gefunden. Rocketrübe möchte kämpfen. Rattan. Wenn man Rattan rückwärts liest, steht der Natter. Oder Natter. So, dann flambieren wir dich jetzt mal und somit dann schneller ans Passwort zu kommen. Duflor, das Pokémon. Oh, Duflor habe ich jetzt ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Das sieht aber ein bisschen zugedröhnt aus. So, jetzt kriegen wir unser erstes Passwort wenigstens. Okay, genug. Ich verrate es dir. Ja, dann. Lass mal hören.
Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmann-Route. Es ist aber nur nutzlos, denn du benötigst zwei Passwörter. Okay, das erste haben wir, das ist schon mal... komm ich überhaupt deine... Ja, komm ich. Das ist schon mal eine Sache. Ist, sagen wir mal so, ist die halbe Miete, ne? Büro findet Protein. Jetzt müssen wir nur das zweite Passwort finden und dann... ja, dann haben wir es, ne? Koro findet Eisheiler. Da ist eine Treppe. Aber da hinten war noch ein Wissenschaftler. Ich. Okay. Ich laufe jetzt mal ein bisschen anders, da vielleicht. Nein. Oh, ein Kind. Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Und er besitzt drei Pokémon. Ein Rotzfatz, ja, ist ja nichts Neues. Und wir besiegen es mit... Wir benutzen einfach Tackle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Oder hätte ich doch vielleicht da unten erst lang gehen sollen. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang gleich und gehe dann die Treppe hoch. Vielleicht bringt sie was. Vielleicht haben wir ja ein bisschen... Oh nee, jetzt habe ich ja schon wieder Tackle gemacht. Wollte ich doch gar nicht. Und das wird jetzt bestimmt auch ein Zuwart, ne? Nee, das ist wieder ein Fass. Dann. Wir benutzen es. Nein, die Attacke ging daneben. Wird dieses Radfratz der Grund sein, dass wir Level abkommen? Dies soll mehr erfahren wir genau jetzt. Nö. Okay. Ich wusste, ich würde verlieren. Also sind das keine... meine letzte Mission wurde auch von einem Kind verbreitet. Als wir das Pokémon entführten, tauschte ein Kind mit roten Haaren und fiesen Blick auf und hat mich vermöbelt. Okay. Das klang wie das, hier im 46. Guck mal nachher nach. Ich will jetzt auf jeden Fall das hier machen. Ich will jetzt hier raus. Ich hab, ehrlich gesagt, die Schnauze voll. Was denn jetzt? Oh Gott, der schon wieder. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlagen? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren kein Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt, ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. What? Okay, der nimmt es ja wirklich nicht ernst. Die Tür ist verschlossen. Zum Öffnen werden zwei Passwörter benutzt. Benötigt. Mist, ich bin schon zu früh hierher gekommen. Aber ich scheine ganz, ganz... Ja, ein Snart zu sein. Moment mal. Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Ja, stimmt. Hier habe ich den Pokéball. Okay, dann war das doch eben richtig... Also, der Gedanke vorhin richtig gewesen, dass ich da hinten landen muss. Na, hier unten war ich da noch gar nicht, oder? Doch, war ich auch. Ja, da muss ich hier lang. Es ist mir egal, deine Pokémon bei unseren Experimenten Schmerzen zuzufügen. Ja, ihm ist es egal, dass meine Pokémon Schmerzen haben bei seinen Experimenten. Tralala. Habe nur eins, jawohl. Und er setzt Ditto ein. So, bevor das Ditto sich in Wandler anwendet, werde ich es verkohlen. Und Level 42.
Forscher Hasso wurde besiegt. Meine Stärke ist das Denken, nicht das Kämpfen. Na, dann hättest du nicht gegen uns kämpfen sollen. Wenn wir das Radiosignal verstärken, könnte man es im ganzen Land empfangen. Allein die Gedanken entzünden mich. Okay, das Dorf scheint so ein, Aha. Du hast einen Pokéball, du hast einen Pokéball. Was ist das? Wird ja immer besser hier. Ich will nicht gegen dich, oder muss ich gegen dich kämpfen? Ich weiß es ja nicht. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Ha, du bist dumm, aber du hast Mumm. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort. Ja, da ist er. Und ich wollte schon an dir vorbeigehen. Und ihr habt nur ein Poké-Hühnchen. Und das ist Radikal. Los, Sonnetto. Und wir machen flambierten Radikal aus ihm. Aber er muss sich gerade überlegen. Ja, das ging recht schön. Du bist gut. Ja, ich muss das... Ah, dann gib mir das Passwort. Das Passwort für den... für das Büro vom Boss? Ich glaube, es lautet... Artikalroute. Okay, jetzt habe ich alle zwei Passwörter. Und, dann machen wir jetzt mal auf zu dem... Boss. In Anführungsstrichen. Ich mich gerade erschrocken, ich dachte, da kommt es wieder auf mich zu. So. Ja, sehr schön. So, da wollen wir doch mal gucken, wer das da ist. Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Ja, natürlich, haben wir ja vor 3 Jahren, so wie er es gesagt hat, haben wir den ja besiegt mit Pokémon Blau. Aha, Vorstand. Dann schicken wir dem mal einen Ruhestand. Level 22. Oh, jetzt wird's so interessant. Ich hoffe, der hat noch ein paar schöne Pokémon bei sich. Zubat, Radikal und... Dann müsste das letzte Pokémon Blutzug sein. Es muss Blutzug sein. Es müsste. Kommt euch an. Smogon. Ah, stimmt ja. Smogon, ja. Ja, jetzt habe ich die zwei Pokémon vertauscht. Rocket-Vorstand wurde besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Natürlich passt die Stimme jetzt nicht, aber ich konnte das halt nehmen. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Was ist denn das eigentlich? Kramux, das Postwort lautet... Preise Giovanni. Aha, okay. Das war's jetzt? Das ist jetzt gar nichts zu machen? Okay. Gehen wir mal zurück. Ich weiß ja nicht, bin ich denn hier fertig hier? Oder? Ja, das sieht
sehen wir ja, wenn wir dann draußen sind. Kann ich das hier eigentlich öffnen? Mhm. Bleib stehen, wo du bist! Was denn jetzt los? Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist, du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Kleiner. Jetzt wirst du zermalmt. Haha! Hey, sei nicht so egoistisch. Teil den Spaß. Wie, du hattest einen Komplizen. Wo ist dann dein Ehrgefühl? Ich, Giovannis Stellvertreterin, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Ja, jetzt kommen diese Teamkämpfe, aber die sieht man hier leider nicht, ne? So weit war die Technik damals noch nicht. So, wenn man A-Bock rückwärts liest, könnt ihr selber lesen, was dann rauskommt. Kramox, das ist ja das, was da eben im Büro... Ach, das Pokémon. Ich musste die ganze Zeit überlegen, was ist denn ein Kramox? Und Duflor. Was jetzt passiert. Tja, du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn das beim Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Ja, danke, aber ich lehne ab. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sinden-Experiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was so aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsier dich, solange du noch kannst. Okay. Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, machte mir wirklich Sorgen. Sorry, Co. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Diese Maschine ist die Wurzel aller Übels. Ich sehe leider keinen Schalter und es bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroballs besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon treffen keine Schuld. Daher fühle ich mich schuldig. Koro, wir sollten uns besser trennen. Ja, ja, so wie immer. Ach, die schönen Pokémon. Die können doch nichts dafür. Oh, ist das ein Riese, ey. Ich werde Elektroball zerschneiden. Aber ich sag mal so, wenn es Pokémon wirklich geben würde... Ich glaube, es gäbe viele, die wahrscheinlich einen Voltoball mit einem Pokéball verwechseln würden. Also, das Pokémon mit Voltoball verwechseln würden und würden sich dann immer wundern, warum sie einen geschrumpft bekommen. So, wieder Zerschneider. Nee, eigentlich... No, nee, Zerschneider reicht. Mach kein Finale. Stimmt, ich darf das ja nicht vergessen. Der kann ja Finale machen. Nein! Oh, wir sind auch gleich wieder Level up. Klar, ich könnte mir auch eins fangen, aber...
Ich habe nur einen Köderball dabei und Elektroball, sag ich mal, interessiert mich jetzt nicht so stark, dass ich sagen muss, ja komm, ich fang's mir jetzt, ne? Weil ihr kennt das ja selber alle, jeder hat ja damals seine Pokémon gefangen, die er unbedingt wollte. Und war dann auch mal ganz stolz, wenn man sein eigenes, wenn man sein erstes eigenes Pokémon gefangen hat. Und da hat man dann gezockt auf den alten Gameboy, bis die Batterien leer waren, und hat man direkt eine neue reingehauen. Level 43. Das merkwürdige Signal ist verschwunden. Der See sollte sich wieder normalisiert haben. Du bist ein Held. Ich möchte dir im Namen aller Pokémon danken. Ja, du solltest das annehmen. Ich habe es hier gefunden, kann es aber nicht gebrauchen. VM6. In die Treasure. Das ist Whirlpool. Gibt es neben Pokémon, um reisenden Strudel zu durchqueren. Aber vergiss nicht, du benötigst den Orden der Arena in Mahagonia City, um den VM außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Goro, es ist ein langer und steiniger Weg bis zum Pokémon-Meister. Bist du bereit, diesen Weg zu beschreiten? Ich verstehe, du hast recht. Wenn du die Flinte so schnell ins Korn wirfst, hattest du nie vor, diesen Traum zu verwirklichen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. So. Wir haben es endlich geschafft, das Pokémon... das Team Rocket Versteck zu knacken. Ich bin echt heilfroh, jetzt endlich fertig zu haben. Yeah! So. Den EP-Teiler und die Arena, die müsste jetzt eigentlich frei sein. Ja. So, dann würde ich mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.